Ja, moin moin Leute, Desk ist wieder da mit einer weiteren Folge Paladins. Wir sind im zweiten Qualification Match in unserer Road to Ranked irgendwas. Erstmal wird es eine Road to Qualification oder eine Road to Ranked. An der ersten Folge werdet ihr sehen, wie ich sie genannt habe. Ich weiß selber noch nicht spielen. Inara haben damit sogar einen Zuschauerwunsch erfüllt. Ich glaube, Inara sollte ich ja mal spielen. Und dann werden wir das hier nämlich direkt im Ranked auch erledigen. Spielen Solo-Tank, haben einen Dumba als Healer. Dann haben wir Triple Damage, Lian, Tyra, Strix. Könnte gut funktionieren bei den Gegnern. Double Frontline, Fernando, Ashe. Ying als Support, Drogos als Damage und Androxus als Flank. Werden auf... Mother of Grace ist natürlich interessant, gerade gegen eine Ashe mit ihrem Knockback. Aber da können wir auch ein CC-Immunitätsdeck nehmen, beziehungsweise ein CC-Reduction-Deck und Teacher's Ground. Gerade eine Ashe und ein Nando müssen eigentlich relativ nah in meinem Gesicht stehen. Von daher nehmen wir das Cripplefeld, die CC Reduction Card auf 5 in diesem Loadout und gönnen uns ein Rejuvenate. Ich habe überlegt, gegen die Ying vielleicht sogar Bulldozer zu nehmen. Aber ich denke, wir werden da eher auf Corderize switchen. Das ist eine Live-Exchanging. Frage mal nach, Ahmed startet jetzt schon. Bulldozer against Ying, Fragezeichen. Oh. Bleiben wir erstmal auf Video 1 ganz entspannt, können sonst noch ein Blast Shield mitnehmen. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Da kommt der erste Fireball geflogen. Gucken mal, wo hier die Gegner sind. Haben da noch so gar keinen Bock auf uns. Mal hier bei den Gegnern zur Hilfe. Ah, der Andy da low. Dumba, hast du Zeit? Nope, Dumba wird von der Ying gekillt. Bittere Pille. Gegner schon dann mit 45% jetzt am Stüssel. 48. Ha, Ying ist down. Stand da geschmeidig on point. Jetzt ist wahrscheinlich Ashe oder Nando on point. Ashe ist on point. Hunter's Mark oder Hunting Party Tyra ist da auf jeden Fall bei uns am Start. Mit 2 gemarkt. Ich sehe keinen Heal auf mich. Doch, jetzt sehe ich ihn. Er sniped uns da ganz entspannt. Ganz entspannt stehen wir hier on point. Nando verliert gerade gut HP. Sehr schön von der Lian da den Last Hit gesetzt. Stehen hier wie eine Mauer. Ashe wird wahrscheinlich vielleicht mal von hier oben kommen. Nope, wird sie nicht. Wenn wir uns auf jeden Fall schon mal Rejuvenate 2 kaufen. Fast sogar schon Rejuvenate 3, wenn wir da noch 100 Credits irgendwie farmen. Bleiben hier dezent am Payload. Strix stirbt dagegen den Andy weg. Naja, war zu erwarten. Könnte aber schlimmer sein. So, dann müssen wir natürlich dezent aufpassen mit dem Knockback. Nein, wir waren nicht in der richtigen Ecke. Schade, fehlen uns jetzt leider auch noch ein paar Points für Reju 3. Aber könnte schlimmer sein, können auch vielleicht überlegen, auf Master Riding zu gehen. Mal gucken. Und ich überlege immer noch, ob ich Bulldozer mitnehme. Ah, oh, fuck. Haben wir Heals irgendwo? Nee, ne? Sieht nie so gut aus. Ah, er hat's probiert. Aber es müsste auf jeden Fall jetzt für Reju 3 reichen. 1,25 haben wir noch auf der Uhr. Da können wir, denke ich mal, noch schaffen, eine neue Ult für den nächsten Point Fight aufzubauen. Mischen wir mal schauen. Wir als Solo-Tank haben natürlich eigentlich eher die Aufgabe, mehr oder weniger nur am Leben zu bleiben. Mehr müssen wir eigentlich nicht. Natürlich auch gut am Payload stehen. Jetzt stirbt der Dumba leider gegen den Andy. Ein bisschen bitter. Aber der kommt auch irgendwann wieder, der Herr. Ah, da kommt ein Frontliner. Ja, CC-Deck ist da. Da wirst du leider nicht. Okay, mach das.
die sperren wir mal aus. Dann hat die Ult nämlich auch richtig viel zu tun. Also gut funktioniert mit dem Aussperren, würde ich mal behaupten. Hätte mal auch wieder im Knockback, Madame. Eieiei. Strix schon wieder down. Ah, Enemy Double Kill. Jetzt werden wir auch sterben. Ah, Enemy Triple Kill. Och, Leute. Das ist doch nur ein Drogos. Und wir haben Triple Damage mit Hitscan. Also, das kann ich nicht so ganz verstehen. Der Push ist leider gefailt. Wollen wir ein bisschen lauter machen, fällt mir gerade auf. Und dann denke ich, gehen wir erstmal auf Blast Shield. Gegen Nando, gegen Drogos, gegen Ash. Ich würde gerne wissen, ob der einen Streak hat, aber anscheinend hat er keine Killstreak, also ist er nochmal gestorben. Ult haben wir leider nicht aufgebaut bekommen, Ash hat aber nochmal geused, das ist ganz gut. Drogos müsste Ult haben, das ist schade. Ying bin ich mir nicht sicher, Fernando auf jeden Fall, wobei Ying könnte auch schon wieder haben mit Moral Boost 2. Bin ich mir nicht ganz sicher. Müssen wir dann in-game sehen, aber ich denke, wir werden mal direkt die Drogos Ult fressen. Kauft sich Nimble, interessanter Dude. Ja, und dann gehen wir hier in die zweite Runde rein. Gucken wir, dass wir erst einmal bei den Mates bleiben. Gucken wir, wann wir Dragon's Fury hören. Vielleicht können wir uns dann irgendwo einbauen. Was? Ich hab mich nicht eingesperrt bekommen. Oh Mann, Millimeter zu weit nach vorne, nach hinten gesetzt, die Maut. Habe ich mich selber hochgeboostet, anstatt mich einzusperren. Jetzt sterben alle weg. Strix ist down. Aber Ult haben wir schon mal. Gut, der Nando geht jetzt pushen, weil er die Ult hat. Denke ich mal, dass er es macht. Deswegen. Ach, ja, da hat er uns getroffen. Safe nicht. Oh, er ist schon wieder voll geheilt. Ich bin leider nicht voll geheilt. Und ich sterbe und da ist nicht genug Damage. Wir haben Triple Damage, wir kriegen 0 Damage rein. Das ist doch nicht normal, Lian. Gut, kann sich Wrecker erlauben mit Death in Texas. Aber das ist doch nicht normal, wie wenig Damage ist. Alter. Alle down, alle down. Den Nando sollten wir schon mal haben, eigentlich. Sollten wir nicht haben. Der kommt da tatsächlich nochmal weg. Gut, die Ash haben wir dafür. Wir gehen jetzt hier mal dem Nando hinterher. Sollten das lieber nicht tun. Oh, ist der Damage! Ey, gut, Nando und Roxas machen natürlich gut Schaden, aber ey, ich verstehe nicht, wo der Damage ist. Dass wir den Nando da nicht gekillt haben, wenn ich ihn eingesperrt habe. Kann ich nie nachvollziehen, was da gefehlt ist. Ah, die schieben verdammt weit, muss man sagen. Ah, let's fight. Ich bin schon wieder down. Also die Gegner haben irgendwie den Damage, den wir nicht haben. Oh mein Gott, da kriegen wir dezent aufs Maul. Echt mal am Ende auf die Damage-Zahlen gespannt. Ich denke mal, Drogos wird alle out-damagen. Wie auch immer er es schafft. Dumba geht da mal schnell an den Point, um zu protecten. Ja, müssen wir hier mal irgendwie die Ash killen. Sehr schön, die haben wir. Und Roxas macht da Schaden von hinten. Oh, den haben wir auch sehr gut. Beide Tanks mal down, aber sind noch 30 Sekunden. Ah, ich glaube, ich gehe gleich auf Bulldozer. Ich krieg keinen Heal. Ich krieg absolut keinen Heal. Das ist unglaublich. Da steht nur eine Ying und ein Drogos. Und ich kann nicht hochgeheilt werden. Ja, und jetzt verlieren wir das Ding. Oh, Mann. Das ist unverdient, wenn wir das verlieren. Gehen wir jetzt auf Bulldozer, könnten zwar Blast Shield 2 kaufen, aber...
Warum ich nicht mal das Gurt gehe, das werden die Leute in meinem Video erklärt bekommen haben, aber... Oh, Mann. I kill Tanks. Ja, Strix, das ist eine super Idee. Du uns Tanks killen mit deinen 1200 Damage, wo die Gegner so viel... Oh, die sind ja schon mal fast One-Hit, die Illusionen. Ah, die Tyra ist ja schon wieder down. Instant. Oh man, das war's. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das war. Enemies behind us, ja, aber sind auch vor uns und hinter uns und überall. Ah, kommt überall Damage von allen Seiten. Da kommt die Andy Ult. Da kommt schon wieder die Draugr Ult. Diesmal kann ich mich nicht retten. Kommt ein bisschen Heal rein, aber nicht genug. Und da sind wir down und das sollte es dann gewesen sein. Lian stirbt auch weg. Tyra macht nochmal einen Kill. Strix macht gar nichts. Maldamba rennt um sein Leben. Können wir Master Riding kaufen? Können wir. Vielleicht kommen wir nochmal ganz schnell on point. Aber es kann halt niemand contesten. Damba stirbt da nicht weg. Nee, Strix stirbt da weg. Unerwartet. Ach, warum lassen sie auch den Andy offen? Andy muss gebannt werden. Aber es passiert nicht, dass ein Andy gebannt wird. Nein, man hört nicht auf mich. Schade, schade, schade. Single Tanks natürlich auch so eine Sache. Defeat mit Recht. Schade. Starten wir mit 1-1 in die Qualification. Aber naja, ich auf Inara ist auch keine gute Idee, davon mal abgesehen. Zweiten Tank wollte keiner spielen. Und dann muss man es halt auf die bittere Art lernen. Auch ohne Flank gegen eine Ying ist ein bisschen doof. Aber was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Da kann man nichts machen. Angenehmer, schöner Triple Kill von Drogos. Hat alles getroffen. Not bad. An ihn gehen auf jeden Fall die Grüße raus. Will doch safe Top Damage sein. 4 Damage Dealer hatten wir im Game. Einer nur bei den Gegnern und er wird es sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Jawohl, er ist es. Unser ja, 130k Healing. Wird unser Damba nicht mal ansatzweise dran gekommen sein? Jo. Ja, und damage-technisch. Ja, Tyra. 62.000 ist nicht gerade viel. Das Healing war miserabel vom Damba. Aber auch nicht so oft den Heal gesehen. Was hat er denn gespielt? Nicht gerade das geilste Loadout. Muss man auch dazu sagen. Gönnt sich DevTense 2. Stunts habe ich auch nicht viele von ihm gesehen, aber ich denke, das Spiel haken wir einfach schnell ab. Und dann denke ich, werden wir relativ schnell in die dritte Partie starten. Wir wollen ja hier einen Ranked erreichen, möchte diese Season auch mal wieder ein bisschen mehr durchballern. Das heißt, mehr Games, das heißt, schnellere Enden. Das soll es dann auch an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schaltet auch bei der nächsten Folge wieder rein. Road to Ranked. Und bis dahin ist der SKS erstmal draußen. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.